Oder nein, das ist Laurent Dufou, der Schweizer. Jawohl, da ist er an dritter Position, dahinter Bjarne Ries, Emil Dolrich und Casagrande. Jetzt schraubt er, da kommt Virak. Jetzt schraubt er noch so ein bisschen vorne rum, hält das Tempo weiterhin um. Vielleicht gibt es gleich den Angriff von Bjarne Ries. Zeitabstände müsste man jetzt mal haben nach vorne. Ja, das ist schon allzu weit. Oskar ist wieder da. Oski ist eingeholt worden, der Schweizer. Spitzname Oski. Jan Ulrich. Jetzt scheint er doch ein bisschen Gas zu geben. Richard Verrag fährt mit und Oskar Kamenzin schert jetzt rechts aus. Der Wallis vorne im Marco Fincato und Cedric Vasseur wird jetzt in diesem Augenblick von dem Italiener, dem 70 Kilogramm und 1,76 Großen, eingeholt. Das gibt jetzt mit Sicherheit eine Entscheidung, vielleicht sogar der erste Etappensieg im Verlauf der diesjährigen Tour de France für Jan Ulrich. Richard Verrag setzt nach, der Franzose. Der will ihn da natürlich nicht gehen lassen. Liegt in Gesamtwertung auf Rang 5 mit 1 Minute und 43 Sekunden im Rückstand auf Cedric Vasseur. Oh, 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 das wird jetzt nochmal heiß auf diesen letzten Kilometern. Jetzt räumt Ulrich richtig auf hier. Fährt jetzt vorne raus. Gerade eben hat er auch Cedric Vasseur passiert und natürlich auch nicht Marco umgucken, Fincato. Nicht umgucken, Jan. Nach vorne, und, nach vorne, nach vorne. Unterlenker fahrend. Jan Ulrich, die Startnummer 8, Team Deutsches Telekom, fährt jetzt hinauf. Und ich glaube, den Fehler, den wir gestern gemacht haben, den können wir revidieren. Jan Ulrich wird diese 13 Minuten, 13 Sekunden gegenüber Cedric Vasseur gut fahren können. Und heute aller Voraussicht nach der neue Mann in Gelb sein.